Ja, Leute, was soll ich sagen? Es ist mega spät. Ich hätte nicht gerechnet, dass heute eine Liste kommt. Es ist gerade 23 Uhr noch was und ja, ich bin gerade erst nach Hause gekommen, denn ich habe heute etwas sehr Dummes getan. Ich war in der Wildwasserbahn im Winter. Ja, war vielleicht nicht die geilste Idee, aber ja, ich komme gerade vom Freizeitpark. Dementsprechend, ja, hatte ich keine Zeit, dieses Video zu drehen. Deswegen kommt es jetzt so spät. Die meisten Leute gucken es eh nächsten Tag. Von daher, okay. Guten Morgen euch. Nehmt euch einen Kaffee. Ich mache hier eine Live-Reaction. Ich konnte sehr gut dodgen. Ich habe im WhatsApp locker 2000 Nachrichten. Nein, es sind über 200. Und ja, dementsprechend, es sind schon viele Nachrichten. Aber ich konnte mich den Spoiler entgehen lassen. Mit einer Ausnahme. Ach. Isolde wurde gebannt. Okay, das weiß ich. Den Rest weiß ich nicht, weil irgendwer im Chat das geschrieben hat und das halt aufgeploppt hat nachher. Ja, man kann sich nicht doch ganz den Spoiler weggehen. Aber was ich jetzt mal sagen muss, dass eine Liste kommt, ist überraschend. Also nicht, dass an sich nicht irgendwann mal der Zeitpunkt gewesen wäre, eine Verbotsliste kommen zu lassen. Doch, das schon. Aber der Zeitpunkt ist doch ein bisschen komisch. Man hat zwar gesagt, ja, nach der YCS. Es ist jetzt schon nach der YCS deutlich und man hätte jetzt ruhig warten können. Man hätte auch gefühlt das Februar eine bringen können, weil einfach, ich meine, neue Sets kommen raus. Meta verändert sich vielleicht, vielleicht auch nicht. Falls ja, kann man immer noch eine Banlist machen. Falls nicht, kann man immer noch Banlist machen. Also von daher, ja, ein bisschen komisch das Ganze. Aber egal, denn ich sage immer, lieber zu viele Banlisten als zu wenig. Master Blue hat das auch, hat häufiger Banlisten dementsprechend. Warum nicht? So, wir fangen jetzt einfach mal an. Oh, wir fangen einfach mal ganz Stück für Stück an. Und das erste ist, haben wir jetzt nur die Veränderung? Okay, latest, okay. Okay. Wir sehen nur die Veränderungen, ne? Uiuiui. Okay. Agido wurde gebannt. I mean, Tierlements lebt ewig. ja. Ey, mein, kann man machen. War es nötig? Nein, aber ich finde es an sich gut, weil dieser Randoms-Faktor mit, ey, ich habe ein Mill-Deck und wir packen einfach Agido und so rein, ist vollkommen okay. Also von daher verstehe ich das, weil die Karte wird eh überall reingesplasht, also in Mill-Decks, versteht sich. Und Tier-Elements natürlich besonders krass. Oft war so, Tier-Elements hat nix, mild ihn und dann ist Full-Kombo, ne? Ist natürlich schon krass. Okay, weiter geht's. Kelbeck! Okay, jetzt wollen wir aber komplett eskalieren. Ist okay. Also Tierlements hat lang genug existiert. Vielleicht geht man dann irgendwann auch dazu über, dass man sagt, okay, wir entbannen die anderen, also nicht, also wir bringen die anderen Karten wieder hoch. Wäre okay. Tierlements ist eine Kampfansage. Allgemein, ich muss sagen, die Meta ist sehr breit und dementsprechend habe ich mich halt wirklich gewundert, dass eine Liste kommt. Und man hat, geht auf jeden Fall Tierlements an. Fair enough, würde ich mal behaupten. Aber trotzdem überraschend, weil es ist nicht das Deck, was jeder als Problemdeck spezialisiert hat. Wir haben halt Bestials. Tierlements ist nicht mehr so Full Power wie früher, das ist natürlich klar. Dann die ganzen Ishizu-Karten waren halt schon auf 1, beziehungsweise. Ja, von daher kommt man halt da mal. Kid Kalos, tut auch übelst weh. Klar, ne, das Deck ist trotzdem spielbar gewesen. Außer Frage. Aber dass man es jetzt so krass angeht, okay, mal sehen. Let's go! Mathe mich tot. Ich könnte fast denken, ist das hier eine Master Duel Banlist? Denn im Master Duel ist Mathe mich echt nervig noch. Und aus meiner Sicht könnte der Kreis auch auf Null. Ja, aber Mathe mich, ich habe dazu schon viel gesagt. Mathe mich, also Kreis, nicht Mathe mich selber. Kreis ist eine Karte, die zu viel macht. Sie selber macht zu viel. Du spielst die Karte, hast Full Combo und es reicht wirklich, selbst gegen ein Metadeck zum Teil, nur Kreis zu resolven, erfolgreich mit Full Combo. Um das Spiel zu dominieren. Finde ich ein bisschen dumm. Finde ich also gut, dass das Ganze jetzt hier dementsprechend gehittet wurde. So, weiter geht's. Also gehittet, gebannt. Okay, verboten. Ja, okay, da ist die Karte, die ich kannte. Isolde. Hat die Karte es verdient, verboten zu sein? Ja, 100%. Also 200%. Diese Karte hätte aus meiner Sicht schon vor mehreren Jahren gebannt werden müssen. Diese Karte ist quasi wie Needlefiber, klar, für Warriors, aber sie ist wie Needlefiber. Needlefiber ist auch schon zu Recht auf der Banlist und die Karte ist einfach viel zu strong. Die Karte macht zu viel. Sie macht wirklich zu viel. Sie macht einfach zu viel und wir hatten jetzt auch gerade diverse Tops auf der YCS, war jetzt nicht so, dass komplett dominiert hat, aber die Karte selber ist dumm. Also, die ist halt wirklich dumm. Aber auch hier, Ban, weiß ich nicht. Hätte man das gemusst?
Vielleicht. Also ist schon ein stronges Deck, definitiv. Man hätte andere Punkte ansetzen können, wo man das Deck hittet. Also jetzt in Phenomenal Knight, aber I mean, okay, Isolde tot. Also wie gesagt, ist eine Karte, die aus meiner Sicht halt eh viel zu strong ist. Von daher, ja, ne? Das Meme! Nein! Nein! Wie sollen wir uns das denn jetzt erklären? Wer hat... Oh mein Gott. Nein! Nein! Ja, da muss ja, weiß ich nicht, ein Praktikant oder so? Weiß ich nicht. Jetzt ist alles vorbei. Wir haben auf jeden Fall Maschinentier 0. Ja, Leute, was soll ich so sagen? Ist schon ewig überfällig gewesen. Weiter geht's, aber krass. Weiter geht's. Ey, es ist die... Hey, warte mal. Die Liste davor war viel, viel kleiner, oder? Doch. Der hat gefühlt nichts gemacht. Doch, also ein bisschen was gemacht, aber ne, ihr wisst, was ich meine. So, Redux. Okay, die haben alle Dragon Ruler, oder? Was kommt als nächstes? Okay. Direkt Rescue Acid. Ich schmeiß hier alles um. Okay, warte. Redux back to one. I mean, ja und nein. Dragon Ruler selber sind stark. Auch wenn alles auf 3 wäre, ist das Deck, glaube ich, ein Deck, was auf jeden Fall mit Dragon allgemein auf jeden Fall mithalten kann. Das würde ich. Mithalten heißt nicht Tier 1, ne? Mithalten kann. Würde ich auf jeden Fall schon doch so sagen. Es gibt da einige Möglichkeiten, einige Plays, einige Exits und mit Link und so. Definitiv kann man damit was machen. Aber das Problem ist erstmal alle auf 1. Es ist sehr abhängig. Also du kannst relativ gut breaken quasi. Und hinzu kommt, ja, das einzige Problem, was ich mit Redux halt habe, sie ermöglicht FDKs. Und das ist immer so, I don't like it. Ja, aber ich bin auch dafür, alles zu bannen, was FDKs ermöglicht. Kanonensoldat, amazonische Bogenschützen, blablablub, alles einfach bannen. Von daher, Redux ist okay. Wenn FDK kommt, bann bitte sofort. Wartet nicht 3-4 Monate, bitte. Ich will keine Meta, wo ein FDK-Deck existiert. Also nicht, dass es dann das beste Deck ist, aber allein, dass es existiert, muss dann nicht sein. Ne? Und ich weiß auch nicht, ob jetzt gerade ein Deck möglich ist damit. So, jetzt gehen wir hier rüber. Flugheber. Ups, was habe ich hier? Was ist denn los? Wir sehen hier mega viel. Ja, Flugheber. Ich muss mal gucken. Ja, Lifter, das ist okay. Ja, es ist immer so. Es gibt gewisse Decks oder gewisse Namen wie Rescue Ace. Ich kenne einfach die deutschen Namen nicht. Also, wenn du mir sagst, ja, Flugheber, dann hätte ich es eher denken können, aufgrund des Namens. Aber okay. Ja, geht. Ebenfalls hier, geht hier ebenfalls dann jetzt auf 1, ist, denke ich mal, okay, wird den Deck, also klar, ne, aber das Deck ist ja nicht tot, von daher, ja, okay, ich sehe, es wird ein Roundhouse-Kick, ne, hier wird alles gehittet, was irgendwie in der Meta mitspielt, interesting, warte, kriegt Pearly einen Hit? I mean, Pearly ist auch wirklich dominant dabei. Okay, also Rescue Ace, dann, oh mein Gott, ich geht auch in Unchained rein, warum, also, nein, okay, das Warum ist echt bescheuert gewesen, okay, muss dann auch, ne, muss, also Rescue Ace geht so ein bisschen an, dann musst du das einfach auch angehen, I mean, okay, bisher ist es echt, Sanabalon, warte, welcher ist das? Ist das der Einser? Oh! Es lohnt sich jetzt, das zu wailern oder permanenzen? Weil es gibt nur noch einen. Krass. Ja, okay. Ich meine, eigentlich hätte das schon nach der Europameisterschaft passieren müssen. Aber, okay, da habe ich jetzt überhaupt nicht mit gerechnet. Was ist das? Wait, what's going on? Also, streng genommen. Also, okay, Mathe-Mech hat im TCG wirklich gerade nicht wirklich was gemacht. Also, Tier-Elements, okay. Ne, in Phenomenal Knight, vollkommen fein. Orcus, wie gesagt, ist halt überfällig. Redux ist auch okay, solange FDK existiert. Ace-Hit, Unchained-Hit und jetzt noch ein Rika, beziehungsweise Sanavalon-Hit. Krasse Liste bisher. Was haben wir? Sonnenranke? Was? Warum? Da gibt's doch. Also, jetzt. War. Wo. Also, okay. Ne? Also, Rika ist ein Deck, was viel zu lange existiert auch. Ebenfalls so wie zum Beispiel Dragon Link in der Theorie. Aber es sind so Decks, die halt sehr lange existieren. Und die sind eigentlich schon lange da zu hinten. Wie gesagt, eigentlich nach der Europameisterschaft schon. Und, ich verstehe die. Also, ich verstehe den Ansatz nicht so ganz. Also. Warum nicht Jasmine? Warum nicht die Rika Engine? Nein, die Sanavalons, die sind es. Ja gut, okay. Vielleicht geht es noch weiter. Okay. Oh mein Gott!
No way! Entschuldigung, ich bin allergisch gegen wilde Banlisten. Nein, bin ich nicht. Ich bin eigentlich allergisch gegen schlechte Listen. Okay, Ib kommt zurück. Oh no. Wir bekommen im Januar mit Mace Synchro-Support. Das ist wild. Da will man Synchro auf jeden Fall. Ja, gefällt mir. Kann man machen. Kann man definitiv machen. Kann man machen. Ist okay. Also da bin ich von Ockham okay. Hier kommt noch was zurück, das habe ich gesehen. Nein! Schnappstahl auf 1. Nicht schon wieder. Warum? Die lernen auch nicht. Ja, wir haben Überläufer im Game. Dann ist Schnappstahl ja nicht so schlimm. Ach komm, nein. Bringt doch Mind Control erst höher, bevor ihr Schnappstahl erlaubt. Ist nicht sogar searchbar? Also ja, sie ist searchbar, das weiß ich. Aber ich meine jetzt auch gut sinnvoll searchbar. Also, ne? Überläufer ist erlaubt. Mind Control ist auch im Game. Wir haben Tacticals, die auch ebenfalls das kann. Wir haben genug solcher Klaukarten, aber dennoch auch ein Überläufer kann extrem stark kommen. Nicht ohne Grund gab es Decks, die auch gemaint haben. Klar, es waren dann ne, Spellbreaker, also Spell-Decks, so wie Sprite oder ähnliches, die das dann gespielt haben. Die haben ganz viele broken Spells gespielt. Aber wir reden hier von broken Spells und Schnappstahl. Ach, come on, ey. Okay. Ist lustig, aber gefällt mir nicht so. Nee. Gefällt mir nicht. Ghost Match of 1. Okay, finde ich gut. Ne, also allgemein, so Floodgates-Karten sind ungesund für Spieler als solches. Was man nicht verwechseln darf, Floodgates, die fair sind, ist natürlich subjektiv, aber Floodgates, wo du noch spielen kannst, ist okay. Also, ja, es ist immer, also allgemein Floodgates sind ein bisschen schwierig, aber ich überlege gerade nämlich mit Floodgate, was okay, Imperial Order ging gar nicht, weil es komplette Spielmechanik rausnimmt. Ghost Match lässt sich ja doch irgendwo, also darf nur ein Monster haben. Egal, also generell, ich bin halt pro Floodgates wegballern. Was ist das für eine Liste? Okay, Rivalitäts auch. Oh mein Gott, was kommt dann? Es kann... Alle! Ho! Hohoho, ist ja schon Weihnachten! Ghost Match, Rivalry und Only Be One? Also, finde ich super, finde ich gut, interesting. Nimmt vielen Decks auf jeden Fall auch eine Art Wincon weg. Sehr stark. Ich finde aber, warum auf 1? Mach sie doch einfach auf 0. Okay, sie wollen nicht so viele Karten verboten haben, aber falls jetzt. Ich sehe schon, hören wir eine YCS gewinnen mit einer random One-Off von den dreien. Und ja, Glückwunsch, du hast sie gezogen. Ja, weiter geht's. Wir sind noch bei 1. Was ist denn hier los? Okay. Hallo Dino, welcome back to 2. Okay, bitte Fenrir auf 2. Ey, was ist hier los? Komm. Geschwindigkeitsterrorkreisel. Ja, komm, das juckt nicht. Pearly. Wait. Achso, Sleepy, okay. Sleepy, okay. Pearly, ein weiterer Hit. Fair enough. Aber im Vergleich... Hätte ich auch auf 1 wollen können. Wäre vielleicht zu krass gewesen, der Hit. Aber okay, Pearly bekommt einen Hit. Finde ich gut. Weil, was ist das? Du kannst nicht Rescue Ace, Unchained, sogar Sun, Rika, du kannst Tier Elements und dann kein Pearly Hit, aber ich, für meinen Geschmack, oh nein, ihr habt es jetzt gesehen, aber ihr kennt wahrscheinlich die Liste eh schon. Für meinen Geschmack vielleicht zu wenig, aber besser bisschen als gar nicht. Weiter geht's. Ewig Infernaler Erzunterwelt, ne? Eins auf null. Übersehe ich da was? Nee. Hä? Das ist verboten. Ach, auf 3! Okay, ich dachte schon, warum ist der verboten? Auf 3 ist das okay. Ach, wir sind schon mal in 3, ja? Okay. Oha! Okay, wir sind auf 3. Ja, ist vollkommen okay. Unicorn? Von 2 auf 3?
Mit der Begründung, dass das Exit gebannt ist? Ey, komm, ihr könnt auch nicht Fenrir... Ah, oh, der Dino, er tut mir leid. Warum wirst du so gemobbt einfach? Gedankenkontrolle. Was ist das? Ist ja unglaublich. Okay, ich sag noch, er bringt meinen Controller erst zurück. Nein, ich überläufe auch auf 3. What's going on? Nein, was? Komm, komm. Topf der Begierden. Ah, endlich. Okay, du sagst endlich. Fair. Magiebuch des Urteils. Ja, das ist egal. Ich will sowas von Überläufer. Sprite Starter? Sprite, welcome back to the meta. Okay, krass. Na gut, es ist 2 auf 3. Ist jetzt nicht so krass. Da müsste noch mehr passieren. Alter. Nein, wir sammeln schon die auf 1 durch. Aber ich will jetzt den Überläufer sehen. Goblin! Was ist das für eine Liste? Sie ist riesig. Erstens ist sie riesig. Und zweitens, das ist der komplette Staubsauger. Einfach von mir jeden Metadeck so ein bisschen nehmen. Und dann ganz viel zurückgeben. Krass, das ist nice. Also es gibt einfach jetzt gar nicht mal fernab, welche Decks da am Ende Meta sind, sondern einfach so viel, also so viele Sachen, die du probieren kannst. Du kannst endlich wieder einfach 3 Upstarts spielen. einfach 3 Upstarts spielen, damit du 37 Karten spielst. Finde ich nice. Finde ich sehr, sehr nice. Wild. Okay, ach, das war's dann. Okay. Schade. Ich dachte, da kommen mehr. Oh Mann, Überläufer, nicht auf 3. Ey, komm. I mean, es wäre schon lustig. Okay, Schnappstar, Mind-Control. Mind-Control macht natürlich komplett Sinn dann. Schnappstahl. Uiuiuiuiui. Okay, das ist die Liste. So, jetzt müssen wir systematisch nochmal hier eine Zusammenfassung eingehen. Tier-Elements, Hit, check. Battlemash, Hit, okay, von mir aus gerne. Isolde, check. Dann nur Redux? Also, wir haben den schon Feuer, aber okay, wir haben die anderen noch nicht. Man will echt langsam reingehen. Wir haben Rescue Ace Hit, wir haben Unchained Hit, wir haben Rika Hit, wir haben Synchro Support kommt im Januar raus. Schnappstahl mit zusammen Mind Control. Wir können gefühlt jetzt einfach Klau das Feld des Gegners spielen. Die ganzen Traps auf 1. Finde ich gut. Ja, er wird weiter gemobbt. Finde ich super. Tower Kreisel. Okay, kann zurück. Und Pearly Erinnerung. Der kleine Hit. Ich glaube, Pearly ist ja definitiv der Gewinner der Liste. Das kann man, glaube ich, so definitiv sagen. Aber ja, du kannst trotzdem noch Rescue Ace spielen. Du kannst sogar auch, also ja, ist heftig der Hit, aber theoretisch kannst du Unchained immer noch spielen. Also ist jetzt nicht so, dass Unchained unspielbar geworden ist. Interessante Liste. Gefällt mir. Plus, wir kriegen die neuen Karten im Januar, Februar. Da gibt es ja auch noch ordentlich krasse neue Karten, auch gerade im Februar. Von daher, Ist gut, gefällt mir. Ich hoffe nur, dass die nächste Banliste nicht bis zum 1. April oder halt sogar im Mai erst kommt. Das wäre dann traurig. Also Liste ist super. Lass die nächste Banlist Anfang März, Ende Februar kommen. Oder vom Ende März. Wir kriegen noch neue Karten. Guck, und da merken wir schon. Man freut sich irgendwo, aber irgendwie ist man auch gleich skeptisch und Angst hat, dass die Banlist erstmal 5 Monate so ist und wir erstmal von der Banlist aus keine Veränderungen kriegen. Klar, nur durch neue Karten und so kriegen wir Veränderungen in der Meta, aber halt nicht in der Banlist. Ja, aber ein Roundhouse-Kit. Gefällt mir. Ja, das ist auch mega spät. Ich sehe gerade 0 Uhr. Dementsprechend, ja. Was soll ich sagen? Zusammenfassend kann man sagen, immer gut eine Banlist zu kriegen. Es wurde ausgeteilt, finde ich gut. Es wurde auch was freigegeben. Es wurden auch Sachen angegangen, die man nicht erwartet hätte, wie gerade die Traps. Ist vollkommen fein. Man geht ein paar Experimente ein. Man hat Orkus zurück, man hat Redox zurück, man hat Schnappstahl zurück, man hat Ip zurück, was auch interessant ist. Also wir haben hier einige Sachen, womit man jetzt ein bisschen rum... Upstart auch noch für 37 Kartendecks. Man hat jetzt hier einiges zum Rumprobieren. Von daher denke ich mal, nice auf jeden Fall. Ja, und mehr gibt es da nicht zu sagen. Ich habe auch gar keinen Kopf gehabt. Ich bin tot eigentlich. Eigentlich hätte ich jetzt nicht ein Video gemacht, aber den Umständen dementsprechend schon. Von daher, Leute,
Ja, ihr könnt ja mal einfach sagen, was haltet ihr von der Liste. Ich muss sagen, im Großen und Ganzen, ich finde immer eine Liste gut, Veränderungen gut. Es ist okay. Es ist nicht die schlechteste Liste, vielleicht auch nicht die beste. King Calamities hätte noch draufkommen können. Muss nicht sein, dass die Karte existiert, aber von mir aus existiert die. Finde ich ein bisschen schade. Das wird halt nicht angegangen, aber ansonsten, doch, bin ich schon sehr zufrieden. Wie gesagt, lasst mich wissen, was ihr von den Ganzen haltet. Und ich wünsche euch dann jetzt vor allen Dingen, das Ganze zählt nämlich ab den 1.1. natürlich, ab 1.1. sehr viel Spaß mit der neuen Liste. Ihr könnt jetzt sehr viel rumexperimentieren. Und deshalb wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und natürlich wie immer viel Spaß beim Duellieren.